Der russische Arzt, in dessen Krankenhaus der Kreml-Gegner Nawalny direkt nach einem Giftanschlag im vergangenen Jahr behandelt wurde, gilt als vermisst. Alexander Murashovsky, mittlerweile Gesundheitsminister der sibirischen Region Omsk, ist von einem Jagdausflug nicht zurückgekommen. Zwei weitere Ärzte, die Nawalny das Leben gerettet haben, waren bereits Anfang des Jahres gestorben. Der eine hatte laut Totenschein einen Herzanfall, der andere einen Schlaganfall.